Ein gesundes Mittagessen heißt, fit durch den Tag zu kommen. Doch das kostet uns morgens relativ viel Zeit zuzubereiten. Sei es die eigene Brotdose, die wir uns herstellen, oder die für die Kinder, viele stehen ungern früher auf, um das Ganze nochmal zu machen. Ich habe also heute gute Neuigkeiten für dich. Mit diesen 4 einfachen Tricks sparst du dir einiges an Zeit morgens. Bevor wir aber damit anfangen, möchte ich erstmal klären, was bedeutet überhaupt ein gesundes Mittagessen? Ein einzelnes Lebensmittel, wie zum Beispiel Hühnchenfleisch, kann super gesund sein. Aber in der falschen Zusammensetzung ist das Ganze leider nicht mehr so. Hier können wir unseren wundervollen Leitfaden benutzen, und zwar die Ernährungspyramide. Die zeigt uns immer, wie wir unser Essen über den Tag gestalten sollten, und das setzen wir am besten so, wie es ist, in einem Tellermodell um, denn das ist ja das, wovon wir eigentlich immer essen. Der Begriff heißt Vollwertigkeit. Das heißt, wir wollen auf unserem Teller bzw. in unserer Brotdose jede Komponente vertreten haben. Der größte Anteil macht hierbei das Obst und Gemüse aus, der zweitgrößte Anteil die Kohlenhydrate und der drittgrößte dann eben das Eiweiß. Wenn wir diese Komponenten so in unsere Mahlzeit aufgeführt haben, haben wir auch den vollwertigen Teller gestaltet. Da es sich hierbei um die Brotdose handelt, fangen wir natürlich mit der Hauptzutat an, und zwar das Brot. Das Brot macht jetzt unsere Kohlenhydratquelle aus. Das Ganze möchten wir aber belegen. Das wäre dann in dem Fall unsere Eiweißquelle. Und somit kommen wir auch zu meinem ersten Tipp, und zwar die ganzen Brotbelege zusammen aufzubewahren. Mit den ganzen vielen Packungen, die wir immer im Kühlschrank rumliegen haben, müssen wir erstmal alle Packungen rausholen oder die Packungen suchen, die wir verwenden möchten, um dann die Sachen einzeln aus der Verpackung rauszunehmen und in unsere Brotdose zu legen. Wenn wir das Ganze in einer großen Tupperdose, in einer Vorratsdose aufbewahren, ob wir jetzt Käse trennen von Wurst oder beides gemeinsam in eine große Dose machen, ist jedem selbst überlassen, aber dann müssen wir nur noch diese eine Dose oder gegebenenfalls 2 aus dem Kühlschrank rausholen und schon haben wir das parat. Das macht das Ganze übersichtlicher und spart uns einiges an Zeit. Wer nichtsdestotrotz gerne auf ein bisschen mehr Eiweiß setzen möchte oder einfach was anderes außer Käse oder Wurst auf seinem Brot haben möchte, der kann zu diesen schönen Teilen hier greifen. Und so kommen wir auch zu meinem zweiten Tipp heute, und zwar einfach ein paar Eier schon mal vorkochen. Wenn ihr vorgekochte Eier im Kühlschrank habt, ist der Griff relativ schnell gemacht. Ihr müsst euch morgens nicht hinstellen, um ein Ei aufzukochen. Wenn ihr gerne eins zum Mittagessen habt als wirklich schöne Eiweißquelle, dann kostet euch das unheimlich viel Zeit. Das heißt, kocht einfach ein paar vor, legt ihr euch im Kühlschrank beiseite und schon habt ihr immer eins griffbereit. Nummer 3 bezieht sich jetzt auf das kleine bisschen etwas, was wir gerne auch mal zwischendurch zwischen den Zähnen haben, und zwar unsere schöne Knabberware. Das wäre jetzt tatsächlich der oberste Teil der Ernährungspyramide. Auch das darf gerne vorkommen im Tag und das können wir auch wunderbar ins Mittagessen einbauen. Einfach ist das Ganze natürlich, wenn wir abgepackte Süßwaren haben, also für diejenigen, die gerne Schokolade essen. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher, da ist der Griff zur Tüte nicht weit. Anders sieht es bei solchen Sachen hier aus. Wer gerne zu solchen Gummis greift, um auch mal ein bisschen was Süßes zum Nachtisch zu haben, der muss sich das natürlich nochmal vorher abpacken. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für salzige Knabberwaren und natürlich die gesündeste Variante von allen, unsere schönen Nüsse. Die können wir natürlich bevorzugen, wenn wir jetzt mal zum Mittagessen nicht auf die Genussware übergehen möchten, aber auch nichtsdestotrotz, das Ganze ist immer in einer großen Tüte abgepackt. Das heißt, hier ist mein dritter Tipp für euch, und zwar packt euch diese Sachen schon in Portionsgrößen ab. Das könnt ihr entweder in einem Glas machen oder ihr packt euch das Ganze in eine kleine Plastiktüte rein oder umweltfreundlicher einfach in eine Papiertüte. Die fertigen Tütchen braucht ihr einmal zuzubereiten, als ihr das Lebensmittel eingekauft habt, und könnt es dann so wunderbar lagern. Nur Vorsicht bei Sachen wie Knabberwaren, die eben knackig bleiben sollen, die sollten entweder in Glas oder in Plastik aufbewahrt werden, damit die nicht so weich werden. Aber ihr könnt natürlich auch die Plastiktüten wiederverwenden. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Anteil und auch zum schwierigsten Anteil der ganzen Geschichte, und zwar die Sache mit dem Obst und dem Gemüse. Das ist wirklich das, was morgens immer am meisten Zeit braucht, weil wir das Ganze vorher nochmal schnibbeln müssen. Was ist, wenn ich euch sage, dass ihr das alles auf einmal machen könnt, schon für die nächsten 4 Tage? Also nur alle 4 Tage müsst ihr euch einmal hinstellen, einiges an Gemüse vorschneiden, denn wenn ihr das schön abgepackt in den Kühlschrank macht, am besten noch mit einem feuchten Papiertüchchen drunter, dann könnt ihr das auch so bis zu 4 Tage im Kühlschrank lagern und es bleibt frisch. Das Gleiche können wir natürlich auch mit Salatblättern machen. Das heißt, wenn ihr euch Salatblätter mit aufs Brot legen möchtet, auch die kann man vorher schon waschen, abrupfen und könnt ihr auch hier mit in eure Gemüsedose packen. Wenn ihr euch die Arbeit auch nicht machen wollt, dann gibt es noch eine bessere Variante, und zwar so schönes Snackgemüse. Das kann man ganz einfach aus der Verpackung nehmen und los geht's. Auch die Snackgemüsen packt ihr euch einfach alles in eine Tupperdose rein und habt es immer griffbereit. Bei Obst sieht es wieder ein bisschen anders aus, es bleibt nicht so lange haltbar. Das vorgeschnitten könnte man dann vorher schon separat abpacken oder wenn man eben zu einem Apfel greift, auch den kann man einfach so mit in die Tasche schmeißen und halt eben abbeißen. Wenn die Kinder das nicht so gerne mögen, dann ist das wohl das Einzige, was man vorher noch schneiden muss. Bei einigen Obstsorten wie Apfel, Birne gibt es aber noch so andere kleine Tricks. Dieses schöne Teil hier, das spart euch einiges an Zeit. Ihr setzt einfach an, drückt es runter und schon sind
sind die Schnitten fertig. So habt ihr auch fast keine Ausreden mehr, warum kein Obst oder Gemüse mit in euer Mittagessen dabei ist. Und das macht das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Wenn ihr jetzt noch gerne ein paar Ideen für ein schnelles, gesundes Frühstück haben möchtet, dann schaut einmal hier vorbei. Da stelle ich euch 3 Frühstück-to-go-Varianten vor.